Herzlich willkommen auf der IBC 2019 hier bei unserem ARRI-Stand. Und jetzt reden wir über unser neues Produkt, den ARRI Orbiter. Unser neuestes LED-Familienmitglied Orbiter vereint einige Funktionen, die es bisher so nicht gab. Grundsätzlich ist es erstmal die erste LED-Punktlichtquelle. Und mittels der ist es möglich, durch Wechseloptiken und andere optische Aufsätze eine Art Leuchte in verschiedene Art Leuchten oder Lichtfelder entsprechend zu verändern. Das zweite ist, wir haben eine komplett neue Light Engine aufgebaut, haben dazu ein neues Licht Operating System, also nicht nur eine Firmware, entwickelt. Die komplette Hardware-Infrastruktur wurde von Grund auf neu gebaut. Und es gibt einen Grund dafür. Es geht um Flexibilität, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und vor allem die Möglichkeit, per Software-Updates und Accessories dieses Produkt absolut future-proof zu machen. Ganz genau so ist es. Und damit es einfach und schnell vonstatten geht, haben wir den Quick Lighting Mount entwickelt. Und ich zeige kurz, wie der funktioniert. Wir haben aktuell eine 30 Grad Open-Face-Optik drauf. Hier gibt es einen Release-Button. Und damit entnehme ich ganz einfach entsprechend diese Optik. Und hier haben wir jetzt die 15 Grad Optik. Einsetzen, drehen, fertig ist es. Es ist nicht nur eine mechanische Schnittstelle, sondern es ist auch eine digitale Schnittstelle. Damit ist es möglich, dass wir über die Metadaten entsprechend jeden optischen Aufsatz als solchen erfassen und dann später auch für die Post-Production als Information bereitstellen können. Also, wir haben zum einen natürlich die Open-Face-Aufsätze in drei verschiedenen Winkeln, 15, 30 und 60 Grad. Das ist aber nur ein Teil davon. Wir haben zusätzlich auch Projection-Optics, manche nennen sie auch Profiler. Da haben wir 15, 35 Grad, 15, 25 Grad werden folgen. Und in der Zukunft sind auch weitere Zoom-Möglichkeiten entsprechend included. Aber es gibt dazu noch weiteres. Das ist sozusagen für hart und sehr hartes Licht. Wir haben auch die Möglichkeit, aufgrund der Punktlichtquelle in die genau andere Richtung zu gehen, nämlich weich und weicher zu werden. Wir haben eben Softboxes, die gibt es in der normalen rechteckigen Variante oder auch als Oktagon. Beides in der Zusammenarbeit mit den Firmen Chimera und DOP Choice haben wir auch die Möglichkeit, sogenannte Domes, sind so ähnlich wie Lanterns, funktionieren wunderbar als Beleuchtungsmöglichkeit für große Räumlichkeiten. Die haben wir in drei verschiedenen Größen, S, M und L. Und damit haben wir innerhalb von 30 Sekunden aus einem relativ harten Licht eines Open-Face-Scheinwerfers ein wunderbar weiches Licht mit einer hervorragenden Farbqualität gemacht. Wir haben ja auch einen eigenen Namen gegeben, weil die Light Engine in Kombination entsprechend mit der Farbmetrik, die hinterlegt ist, ARRI Spectra, haben wir was gemacht, was es so bei ARRI noch nicht gab. Zum einen sind es 6 Kanäle, die wir mischen. Also die drei primären Farben, die wir auch schon in anderen LEDs, natürlich der L-Serie und Skypanel eingesetzt haben, Rot, Grün, Blau. Die kombinieren wir aber nicht mit Weiß, wie im Skypanel, sondern wir kombinieren sie oder erweitern sie um Amber, Cyan und Lime. Und in der Kombination haben wir nämlich zwei Dinge erreicht. Zum einen, egal welche Metrik zugrunde liegt, wir erreichen fabelhafte Werte. Warum? Perfekte Wiedergabe der Hauttöne und aller Farben sind dadurch möglich. Und der zweite Aspekt ist, wir können sehr, sehr hell werden. Wir haben drei verschiedene Modi dafür, von High Output bis High Rendering. Und egal welchen Modus man benutzt, man erzielt wunderbare Farben bis nahezu 100 im CRI. Und wir können dadurch auch von mittlerer Helligkeit und extrem leisem Betrieb bis wirklich ultra bright gehen. Besonders im Zusammenhang mit den Projektionsoptiken erreichen wir damit ganz neue Anwendungsbereiche für ARRI LED-Scheinwerfer. Absolut, absolut. Grundlage bei unseren Produkten ist immer, dass man sie auch nebeneinander und miteinander kombinieren kann. Das galt natürlich schon für L-Serie und Skypanel und es gilt selbstverständlich genauso für Orbiter in Kombination mit einer der anderen beiden. Also Skypanel und Orbiter harmonieren ganz hervorragend. Und eigentlich über die Grundkonfiguration eher ein hartes und ein sehr weiches Licht schon mal kann man super Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, dass da sehr viele auch Studios gerade sich begeistern werden. Aber natürlich auch im Softbox-Betrieb nebeneinander sind da entsprechende Kombinationsmöglichkeiten und Anwendungsmöglichkeiten denkbar. Das ist richtig.
Und weil wir auch die Thematik Firmware, Software, wie benennt man es eigentlich, weil wir damit Schluss machen wollten, wir nennen es LIOS, Lighting Operating System. Das Besondere daran ist, dass wir damit die Grundlage geschaffen haben für ein komplett neues Verhalten mit Control Panel in der Benutzerführung. Wir haben komplett neue Strukturen, übersichtlich, sie sind brillant lesbar, weil wir ein 4 Zoll hochauflösendes Display eingebaut haben. Und wir können damit Sachen machen, die waren vorher einfach nicht denkbar. Wir haben natürlich in Analogie zu unserer Stella Control App viele grafische Elemente hier wieder genutzt und können damit zum Beispiel auch in Zukunft weitere Sprachen, am Anfang machen wir nur Englisch, unterstützen. Wir können sogar bestimmte Anwender oder auch Rentals, wenn es sind, bestimmte Grafiken während der Boot-up-Phase einblenden. Wir haben die Möglichkeit, neue Modi zu nutzen und das Ganze sehr, sehr intuitiv und extrem schnell. Also zum einen, ja klar, wir haben Wireless, der Beweis ist gut sichtbar. Wir haben genauso wie in Skylink und im S360 die drahtlose DMX-Lösung der Firma Lumen Radio verbaut. CRMX, so heißt sie. Und damit haben wir die Möglichkeit, drahtlose Kommunikation zu betreiben. Wir haben aber noch mehr und in dem Fall auch neue Sachen zusätzlich eingebaut, wenn es um das Thema Konnektivität geht. Zum einen haben wir eine SD-Kartenlesemöglichkeit. Wir haben drei verschiedene USB-Schnittstellen, einmal USB-C, zweimal USB-A. Wir haben DMX in and through für, ich sage mal, die eher konventionelle, übliche DMX-RDM-Kommunikation. Und wir haben zwei Ethercon-Ports. Damit ist es erstmals möglich, wirklich über TCP/IP oder Artnet und Streaming ACN Daisy-Chain im Ethernet-Betrieb zu machen. Das ist auch für Studios insbesondere oder einfach für wirklich moderne, große Netzwerke auch bei großen Live-Veranstaltungen elementar wichtig und gab es so vorher nicht. Also ich weiß natürlich die Information immer, Verfügbarkeit und Preise ist immer ein ganz wichtiges Thema. Machen wir mal erst das Thema Verfügbarkeit. Wir haben am Dienstag den Marketing-Launch hier gestartet für die neue Produktfamilie, muss ich eigentlich schon sagen, für Orbiter. Wir versuchen so schnell wie möglich natürlich die ersten Demo- und Distri-Muster zu fertigen. Das wird allerdings im Laufe Q4 sein und wir erwarten, dass wir die Produktion in Q1 2020 starten. Und wir werden dann auch entsprechend im Laufe der nächsten Woche mehr und mehr Details zu den Preisen geben können. Wir haben bereits unsere Händler informiert und ich bitte um Verständnis, die haben die Information, also jeder, der sich heute schon erkundigen möchte. Ich gebe ein bisschen einen Tipp, es ist eine 400 Watt LED-Leuchte mit einer großen Anzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Und davon haben wir bereits eins im Portfolio. Vielleicht gibt es so einen groben Einblick, wo wir in etwa sein werden.